Hallo und willkommen zu einem weiteren Ausflug nach Cyrodiil in Oblivion, klar. Und wir befinden uns heute in Chardinal, wo wir die mittlerweile schon, ich glaube, fünfte Empfehlung einholen müssen. Ist die schon die fünfte oder sind wir erst bei der vierten? Ich bin mir da nicht so sicher. Und ja, ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen. Die waren ein bisschen kürzer, weil die Empfehlungen ein bisschen leichter einzuholen waren. Aber ist ja nicht so schlimm. Und wir tun uns jetzt aufmachen, heute die nächste Empfehlung einzuholen natürlich. Und befinden uns hier in Chardinal. Chardinal natürlich super schön mit diesen Häusern, mit diesen Backsteinhäusern. Und dieser unglaublich schönen Weide und diesem kleinen Fluss und dieser unheimlich schönen Brücke. Es ist wirklich einer der schönsten Städte und hier oben geht es natürlich zur Stadt. Wirklich eine sehr, sehr coole Stadt, die in Oblivion mir immer sehr gut gefallen hat. Ich muss mir jetzt mal auf die Suche machen nach der Magiergilde. Ich glaube, hier haben wir die Kämpfergilde. Da wollen wir uns natürlich jetzt momentan nicht mit beschäftigen. Was ihr sehen wollt, könnt ihr natürlich auch selbst bestimmen. Wir machen jetzt natürlich erstmal die Magiergilde. Vielleicht wollt ihr aber auch irgendwas ganz anderes sehen in Zukunft bei mir. Würde ich mich natürlich über Feedback freuen. Ich bin da immer offen für Ideen. So, was haben wir hier? Das Haus steht zum Verkauf. Ui. Das ist aber wirklich ein schönes Haus. Vielleicht können wir uns das irgendwann leisten im Verlauf des Spielverlaufs. Wer weiß das schon. So. Aber wo ist die Magiergilde? Die Kämpfergilde ist da. Oh, ich glaube, hier haben wir sie schon. Mit den blauen Wimpeln draußen vorm Magiereingang. Das wird es sein. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, das ist die Magiergilde. Relativ zügig gefunden. Auch wenn es eine relativ kleine Stadt ist. Auch eine schöne Stadt. So. Mit wem müssen wir denn gleich sprechen? Hallo. Mit dir? Ich bin Dezan. Magier. Aus der Magiergilde. Ach. So ist das. Ah, ja, Empfehlung. Ich fürchte, darüber müsst ihr mit Falkar sprechen. Ach so. Na, dann rede ich nur mit Falkar. Wo ist Falkar? Was ist los, Schüler? Sagt bloß, ihr seid wegen einer Empfehlung hier. Ja, genau deswegen sind wir hier in Chardinal. Aber erzähl doch erstmal was zu Chardinal. Ich bin der Abschnittsleiter der Magiergilde von Chardinal. Das ist eine große Ehre. Aber ich hatte keine Wahl. Schließlich bin ich der Einzige hier, der halbwegs kompetent ist. Bist schon ein bisschen eingebildet, so wie du guckst. Vergeudet nicht meine Zeit, wenn ihr nicht bereit seid. Seid ihr bereit zu tun, was zum Erlangen einer Empfehlung erforderlich ist? Na, wenn es sein muss, ich habe schon gemordet, beziehungsweise gemordet eigentlich nicht. Ich habe mich verteidigt, ich habe, ja, Erpresser erschlagen und ich habe schon gestohlen und Schabernack getrieben. Das habe ich getan, aber ich hoffe, du wirst nicht von mir noch Schlimmeres verlangen. Nun gut. Wir werden ja sehen, wie gut ihr vorbereitet seid. Ja, ich hoffe auch. Ich habe vor einiger Zeit einen bestimmten Ring der Mühsal getestet. Mhm. So ein anderer dummer Schüler hat ihn in die Finger bekommen und tatsächlich verlegt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat ihn absichtlich in den Brunnen hinter der Gildenhalle geworfen. Warum er sowas machen sollte, ist mir allerdings rätselhaft. Ihr müsst mir diesen Ring bringen. Sollte euch das gelingen, sende ich vielleicht eine Empfehlung an die Universität. Oh, vielleicht. Du bist so nett. Der Brunnen ist verschlossen. Ihr braucht also den Schlüssel. Dezan sollte einen haben und jetzt geht. Mann, sei nicht so pimmelig hier, ey. Sonst kriegst du einen auf den Sack. Das ist kein normaler Ring, wisst ihr? Ihr könntet ihn ein wenig schwierig zu tragen finden. Ich habe euch gewarnt. Ja, wir reden mit Dezan. Du bist ein unsympathischer Kerl. Auf Wiedersehen. Kerl. Dezan, hast du den Ring da reingeworfen, oder was? Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Sagt bloß nicht, Falkar hat euch dieselbe Aufgabe gegeben wie Vidkun. Oh, ich würde mehr sagen, aber... Naja, Falkar ist hier das Mitglied, das Ringe verleihen darf. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich über ihn rede. Ja. Ich bedauere. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn Falkar nicht da ist. Und dann reden wir. Wenn wir miteinander gesprochen haben, könnt ihr den Schlüssel haben. Glaubt mir, es ist wichtig. Okay. Dann müssen wir jetzt einfach warten, bis der Typ abhaut. Schönen Tag. Kommst du jetzt da raus vielleicht? Oder wollen wir einfach mal eine Stunde warten? Hat natürlich gar nichts gebracht. Was zaubert sie denn da eigentlich herum? Ja komm, beweg dich da weg. Da warten wir halt mal richtig lange. Dann ist der Typ nicht vielleicht auch verschwunden. Und wir können mit Falkana sprechen. Ich vergesse die Namen so schnell, aber hier gibt es noch tausend Namen. Die kann man sich nicht alle merken. Ah, er ist auf jeden Fall weg. So. Wir können reden, solange Falkar außer Hörweite ist. Wenn ich es nicht besser wüsste,
würde ich sagen, dass er versucht, euch in den Tod zu treiben. Ha? Er hat dem armen Vidkun dieselbe Aufgabe gegeben und wir haben ihn nie wieder gesehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber ich kann es nicht beweisen. Könnte ich mir vorstellen. Seht euch vor, ich würde ungern einen weiteren nützlichen Schüler verlieren. Hier ist der Schlüssel und noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob es euch nutzen wird, aber nach allem, was ich über Falkars Ring gehört habe, könnte er hilfreich sein. Und wenn ihr etwas darüber herausfindet, was Vidkun widerfahren ist, lasst es mich wissen, ja? Werde ich tun. So, Auftrieb zur Zauberspruchliste hinzugefügt, okay. Auftrieb und den Quellenschlüssel, okay. Er war ein Schüler, wie ihr auch. Vielleicht nicht der hellste, aber sehr bemüht. Ist doch. Er bekam gut seine Aufgabe von Falkar und verschwand. Es ist fast so, als existiere er nicht mehr. Niemand weiß, was passiert ist. Und Falkar weigert sich, darüber zu sprechen. Naja, der hat ihn hundertprozentig loswerden wollen. Ne? So ein Typ Mensch, wie der ist. So, ich glaube, wir müssen jetzt nach draußen, kann das sein? Und jetzt hinten im Garten oder wo? Ah, ja. Jetzt sind wir hier runter. Okay. Speichern wir vielleicht mal vorher, weil ansonsten sterben wir noch einen schönen Todes. So wie Falkar. Oder, nee, nicht Falkar. Falkar war ja der Typ, der uns das aufgegeben hat. Ich habe seinen Namen schon wieder gesagt. Oh Gott. Wir ertrinken gleich. Wir ertrinken. What the fuck? Oh! Habe ich gerade einen Zauber gelernt für Unterwasseratmung oder was? Ansonsten saufe ich da ja voll ab. Auftrieb. Unterwasseratmung für 30 Sekunden. Feder. Okay, ja. Damit lässt sich arbeiten. Vielleicht soll ich mir das vielleicht auf den Shortcut legen, damit ich nicht gleich einfach absaufe. 6. Machen wir 6, ja. So. Und jetzt aber zack, zack. Da ist Vidkun. Er ist abgesoffen, der Arme. Ring der Bürde. Ja, komm. Deine 2 Gold darfst du auch behalten. Was? Ihr habt den Ring der Mühsal gefunden und solltet ihn Falkar zurückbringen. Fortfahren. Ihr seid zu schwer belastet. Was? Der Typ, der Ring kann doch nicht so schwer sein. Oh, der ist... Das kann doch nicht sein. Der Ring muss mega schwer sein. Deswegen ist der Typ da auch abgesoffen, ey. Was ist das für ein Arsch? Was passiert, wenn man den anzieht? Können wir uns dann wieder bewegen? Ihr seid zu schwer belastet. Aber wie kann ich mich denn hier wegbewegen dann? Eigentlich wiegt der nichts. Ich muss ich sonst alles rauswerfen, was ich hier habe. Und ich schon wieder überlege, ich weiß nicht, wie man Sachen rauswirft. Ich host! Ich muss jetzt erst nochmal herausfinden, kurz, wie man Sachen herauswirft. Einen Moment. Okay, ich habe herausgefunden, wie man Sachen abwirft. Einfach Shift klicken. Da habe ich so vergessen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Sachen ablegen kann, dass ich mich jetzt gleich wieder bewegen kann. Ich sollte mich erst mal wieder anziehen. Handschellen kann raus. Kann raus. Messing-Perlenring braucht auch kein Mensch. Ist immer noch nicht genug. Kann man so... Nein! Urkunde zur Magiergilde. Baume vielleicht irgendwo nochmal. Alles, was Gewicht hat, schmeiße ich jetzt raus hier. Eiserner Bogen, eisernes Claymore, eisernes Kurzschwert. Rostende Axt. So, jetzt können wir uns auch wieder bewegen können. Die ganze Unrat fliegt hier auf einmal herum. Wo geht's denn hier wieder raus? Oh, Nierenwurz. Fresh. Oh. Hier absaufen. Hier geht's raus. Sonst noch irgendwas Interessantes zu finden, außer das Nierenwurz jetzt? Mein Unrat, den ich hier verteilt habe? Ich glaube nicht. Na, gut. Dann war das ja gar nicht so schwer. Wenn man den Zauber hat, damit man sich unter Wasser bewegen kann. Ganz schön schwer der Ring gewesen, trotzdem, ne? Der Typ wollte uns auch einfach absaufen lassen, ey. Unglaublich. Unglaublich. So, wollen wir mal gucken, was er dazu sagt, dass wir das Zeug rausgeholt haben aus seinem Brunnen. Ich
fürchte, in eurer Abwesenheit ist einiges passiert, Schüler. Das kann Auswirkungen auf eure Entwicklung haben. Warum? Ich gebe zu, das war ich. Ich konnte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Und nachdem ihr weg wart, um den Ring zu holen, naja. Ich kann einfach nicht mehr ertragen, wie wir alle von Falkar behandelt werden. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht und habe mich über Vidkun geärgert. Also habe ich Falkar direkt konfrontiert. Gut. Er war wütend, als ich ihm gesagt habe, dass ich euch geholfen hatte. Und als ich drohte, ihm den Magierrat zu melden, dachte ich, er würde mich umbringen. Er wurde so wütend. Ich habe nicht mal all sein Gebrüll verstanden, aber er sagte, unsere Tage seien gezählt und stürmte davon. Ich weiß nicht, ob er eure Empfehlung jemals geschrieben hat. Ich bedauere. Ich habe nicht gedacht, dass so etwas passieren könnte. Vielleicht solltet ihr nachsehen, ob er eine geschrieben hat. Ihr solltet in seinem Raum im Wohnbereich nachsehen. Wenn ihr die Notiz seht oder sonst etwas Ungewöhnliches, lasst es mich wissen. Ich werde es gerne an den Rat senden. Oh, dann schauen wir uns doch einfach mal hier unten um, wa? Achso, wir haben Vidkun gefunden. Es ist eine solche Schande. Er hatte es nicht verdient, so zu sterben. Ne. Das war... Erinnert mich so ein bisschen an Kip. Kip. Kennt ihr Kip? Wahrscheinlich kennt ihr Kip nicht. Kip ist eine Figur aus einer Fantasy-Buchreihe, die ich momentan lese. Wie heißt das eigentlich mal? Der Krieg der Prismen? Nein. Die Lichttrilogie, ja. Die Lichttrilogie war es. Sehr schöne Fantasy-Buchreihe. So. Eine Empfehlung. Aber wo? Grundlagen der Alchemie lerne ich bestimmt was, wenn ich das lese, oder? Ach komm, lass mich durch. Oder auch nicht. Fertig. Eigentlich sack ich ja nichts ein, aber... Ach komm. Jetzt auch egal. So, wo ist mein Schlüsselzauber? Zack. Hey! Mach auf! Hey, wir sollten rasten. Rasten wir doch einmal. Können mich gleich ein Level abmachen, glaube ich. Zack, zack, zack. Dann haben wir unser erstes Level ab. Huiuiui. Tada. So, wir können 3 Charakterwerte bestimmen. Was machen wir am besten? Intelligenz beeinflusst ihre Ausdauer, ihr Lebenssinn, wie viel sie ansteigt, wenn ihr schlaft. Eine Stufe. Ja. Intelligenz auf jeden Fall. Beeinflusst eure Widerstände gegen Magieangriffe, eure Fähigkeiten, Magie zu regenerieren. Ausdauer, Zerstörung, Willenskraft auf jeden Fall. Und vielleicht ein bisschen Konstitution. Würde ich sagen. Beeinflusst eure Ausdauer, Lebensenergie, wie viel ansteigt und wie viel bla bla bla. Ja, würde ich sagen. Ist eigentlich am interessantesten momentan. So. Vielleicht kriegen wir es jetzt nicht mal aufgezaubert. Ist immer noch zu, ne? Könnte es jetzt so lange spammen, bis meine Fähigkeiten so hoch geskillt sind, bis es aufgeht? Auf jeden Fall skillen wir, also ich habe damit keine Probleme. Zack, 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 zack. Kann sich nur noch um Stunden. Ja. Meine Magicka reicht nicht aus, rasten wir halt eine Stunde. Mensch, jetzt geh doch mal auf. Was für eine Veränderlichkeit, Fähigkeiten, Skill haben wir denn? Veränderung. Da, 38. Stufe Lehrling. Oh, das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Also einfach gedrückt halten, ja.
Dabei können wir ja ein bisschen über andere Sachen reden, während ich hier hochskille. Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben, wie euch das Ganze bis jetzt gefallen hat, ob ihr wieder längere Folgen haben wollt oder ob das dementsprechend reicht, wenn ihr halt dementsprechend einen Story-Abschnitt gesehen habt oder ihr, wie gesagt, das in Minuten-Part haben wollt, vielleicht 30-Minuten-Part, das würde natürlich auch funktionieren. Ansonsten mache ich das natürlich einfach weiter so, dass wir jedes Mal, sobald wir eine Empfehlung haben und dementsprechend weitermachen oder eine große Quest abgeschlossen haben, natürlich lohnt es sich auch nicht, hier irgendwie jetzt eine Folge nur 5 Minuten lang zu machen. Das stimmt wohl auch. Also gleich mache ich es mit Dietrichen. Ich caste mich jetzt hier nur einmal dran leer. Jetzt haben wir schon wieder ein Level up. Unglaublich. Tja, ist das eigentlich Cheaten? Na, maximal ausnutzen der Spielmechanik, würde ich sagen. Ja, Willenskraft, Intelligenz und Konstitution, würde ich sagen. Obwohl, machen wir mal ein bisschen Persönlichkeit. Aber ne, komm, Konstitution. Ja. Ach, unglaublich, es geht nicht auf. Komm, ich mach's jetzt hiermit. So, wie macht man das nochmal? Ach ja. Muss das Ding nach oben machen? Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit meinem Gümmel-Skill. So. Ah ne, oder muss man dann nicht schon einmal klicken? Ne. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Na? So, und jetzt... Na, komm, geh rüber! Oh, die sind so hakelig bei Oblivion. Geh rüber! Er macht's nicht. Nein. Nein. Ja, ach, meine, jetzt hätte er rübergehen müssen. Oh, es ist so hakelig, die Steuerung, Leute. So, nein! Ey, ich krieg keinen zu viel. Aber automatisch. Geht doch. Das ist mir zu hakelig gewesen. Gefalteter Stoffpinsel. Ne, da ist kein Schreiben drin, kann das sein? Außer gefalteter Stoff. Ich glaube, das wird's nicht sein. Aber das ist... Da musste ich hier reingucken die ganze Zeit. Da ist nichts drin. Auch wenn mir das jetzt angezeigt wird bei Quest. Vielleicht erzählt sie mir dann ja mal, was ich jetzt machen soll. Morgen. Vielleicht schreibt sie mir dann jetzt eine Empfehlung. Ich hoffe es zumindest. War mir ein Vergnügen mit... Ich gebe zu, das war ich. Ich konnte dieser... Ja, das hast du schon erzählt. Oh, lasst es einfach irgendwo liegen. Ich glaube, es war ihm nicht besonders wichtig. Ich glaube, das war nur eine Art schlechter Witz von ihm. Der komische Ring? Oh, toll. Aber da ist keine... Seht euch Empfehlung vor, wie unten. Schön euch zu sehen. Ich war doch gerade da. Gefalteter Stoff, Leitfaden, Stundenglas. Es sind nur Federn und schwarze Seelensteine drin. Kann ich mir jetzt meine... Aha. Auf Englisch, gute Übersetzung. Ich habe irgendwelche Steine mitgenommen. Vielleicht hat es das gemacht. Ich weiß nicht, was das jetzt schon wieder war. Ja, das ist die gute Übersetzung, Oblivion. Die war damals schon so ein bisschen ja, fragwürdig. Was ist das? Schwarze Seelensteine? Ja. Oh, das ist schlimmer, als ich dachte. In Ordnung. Ich nehme euch die ab. Ich werde sie für meinen Bericht vor dem Rat brauchen. Aha. Und habt ihr keine Empfehlung bekommen? Sehr gut. Ich werde selbst eine schreiben und sie in meinen Bericht für den Rat aufnehmen. Gut. Wenn man irgendjemand, was dir was tut. Glaube ich, dass das als mehr als ausreichend angesehen werden wird. Tja. Dann ist das hier in Chardinal erledigt. Sie ist in Ordnung. Also die Gilde hier. Das wolltet ihr doch wissen, oder? Sie ist gut. Mir geht es hier sehr gut. Klang nicht so überzeugend. Auf Wiedersehen. Ja, das war Chardinal. Wirklich schöne, 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 schöne Stadt, meiner Meinung nach. Sehr hell gerade hier. Ja, das war die Empfehlung. Mit einem echt arschigen Typ. Ich weiß natürlich nicht, wohin sie ist.
Was habt ihr? Wir haben da wohl Streit. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen, eine weitere Empfehlung der Magiergilde einzuholen. Und wir gehen, denke ich, weiter Hallo? In Richtung. Fliegen. Was? Wie ein Vogel so frei. Auf was für Drogen ist der denn? Den muss ich doch mal ansprechen. Wer seid ihr? Spät ist es? Nein, ich glaube, er ist einfach nur besoffen. Oh Mann. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Kommentare und Kritik, wie immer, unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns wieder im nächsten Ausflug. Oder spätestens natürlich in The Elder Scrolls Online. Beziehungsweise in Elder Scrolls Online News. Die Beta dauert ja vielleicht noch ein bisschen. Die startet nämlich erst am Ende März. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.